wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute soll es mal um die Nummer 75166 gehen. Das ist das First Order Transport Speeder Battle Pack. Wow, ein langer Name. Das Ganze ist von 6 bis 12 Jahren geeignet. Ich kümmere mich ja ein Dreck um solche Angaben, wie ihr vielleicht schon wisst. Das kommt aus der Sommerwelle 2016, also frisch gerade, 17, also frisch gerade erst erschienen. 16 ist ja schon ein bisschen her. Und enthält 4 coole Minifiguren. Das Ganze kostet übrigens 14,99 €, nicht wie vorher angenommen 17,99 €. Und ja, es sind 4 Minifiguren dabei und davon sind 3 unterschiedlich. Die Minifiguren, die gleich sind, ist dieser normale First Order Stormtrooper. Den haben wir hier. Der hat einfach einen normalen Stud Blaster mit dabei. Ist ziemlich cool. Als nächste Minifigur haben wir dann den First Order Flame Trooper. Der hat hier eine riesige Waffe tatsächlich. Die kriege ich hier gar nicht so richtig wirklich ins Bild, also nur an den Seiten dann mal. Hinten drauf auch noch so ein cooles Backpack. Die haben übrigens alle die gleichen Gesichter bis auf, bis auf die nächste Figur, also deswegen nehme ich hier jetzt auch den Helm gar nicht mehr ab. Und die nächste Figur ist der First Order Officer, so von Lego benannt, in einer wunderschönen blauen, dunkelblauen Uniform. Finde ich ziemlich cool. Hat auch einen Stud Blaster mit dabei, mit so einem kleinen Erweiterungsteil. Ich liebe es ja, wenn die das machen, weil das irgendwie dann nochmal so ein bisschen heavier aussieht. Er ist übrigens auch die einzige Figur in diesem Set, die wirklich exklusiv ist. Und das hier ist dann der Transport Speeder. Das Ganze besteht eigentlich auch nur aus einem wirklichen Transporter und der transportiert ganz schön viel, wie wir gleich sehen können. Ich kann ihn ja mal ganz kurz so ein bisschen drehen hier vor der Kamera. Also ihr seht ungefähr, wie er aussehen soll. Ja, und was er alles transportiert, werden wir natürlich uns gleich anschauen. Und er kann übrigens auch noch mehr transportieren, als bereits hier drauf ist. Wir können zum Beispiel hier die Waffen, hier diese Stud Blaster alle abmachen, die Figuren mal eben zur Seite schmeißen. Soll man natürlich eigentlich nicht, weil die Figuren sind hier nun mal das Wichtigste. Aber hier können wir hinten zum Beispiel den hier befestigen. Ich habe gerade einen Stud Blaster fallen lassen. Und an den Seiten findet sich hier so ein Clip. Da können wir dann die anderen beiden fehlenden Stud-Shooter hier mit reinmachen. Das können wir dann auch noch so ein bisschen hoch und runter bewegen, wie wir hier sehen. Können wir auch noch rotieren lassen. Ist auch ziemlich cool, kann sich hier hinten übrigens auch noch jemand reinsetzen, wenn man Bock hat. Das ist aber nicht das Einzige, was das Ganze transportieren kann. Ich habe übrigens diesen Stud-Blaster gerade verloren, der liegt da irgendwo unten. Ich habe jetzt keinen Bock, den zu suchen. Stellt euch einfach vor, da wäre einer. Wir haben hier an den Seiten, das ist bestimmt schon den meisten von euch aufgefallen und das war ja auch im Vornherein schon bekannt, haben wir hier solche Schilde und diese Schilde kommen auch im Film vor. Und es sind im Set übrigens keine Sticker enthalten, das heißt, das Ganze hier ist ein Print. Das finde ich ziemlich cool und geht zumindest nicht so leicht ab oder ist auch nicht so schwer anzubringen wie ein Sticker. Hier haben wir dann unser cooles Schild. Das Ganze ist wirklich schön weiß und das können wir natürlich dann auch an einer von unseren Minifiguren befestigen. Und das meinte ich vorhin damit, dass man die so ein bisschen verändern kann. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht jetzt so ein bisschen langweilig aus. Er hat halt keine Waffe. Und dafür findet sich am Speeder noch unsere bekannte Waffe, die wir auch schon kennen aus dem Film Force Awakens. Aus diesem soll das Ganze dann übrigens auch sein. Und da haben wir so einen, diesen Energiestab. Den hat ja der eine, ja, Stormtrooper, der dann Finn angreift, letztendlich auf Takodana, hat den ja auch dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie man den genau an ihm befestigt. Aber ja, irgendwie so soll das Ganze dann aussehen. Und ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Diese beiden Accessoires haben wir übrigens auf diesem Speeder zweimal vorhanden, also einmal auf jeder Seite. Ich habe die jetzt natürlich genau von der falschen Seite abgemacht. Ist auch egal. Auf jeden Fall sieht das ziemlich cool aus. Hier hinten haben wir noch einen Platz für eine Minifigur. Also hier hinten in diesem Speeder generell finden zwei Minifiguren ihren Platz. Und die anderen müssen dann halt laufen. Aus Sport tut ja gut. So, das Ganze. Hier hinten haben wir noch eine kleine Steuerkonsole. Ich denke, das könnt ihr sehen soweit. Und hier ist jetzt auch nicht mehr viel dazu. Ja, das Licht ist gerade ein Problem. Aber ansonsten hier diese Elemente haben mich ein bisschen erstaunt, weil die sind auf der Packung so schön gezeigt als Trans-Clear und schön durchsichtig. Man kann alles sehen und bei mir sind die irgendwie, entweder ist es bei mir ein Fail, aber bei mir sind die irgendwie nicht so ganz durchsichtig. Bei mir hakt das hier so ein bisschen dabei. Also das ist, ja, undurchsichtig. Aber mich soll es ja nicht stören. So, ich würde sagen, das war's zu diesem Lego Star Wars Set Nummer 75166 aus dem Sommer 2017. Jetzt habe ich es geschafft, 2017 zu sagen. Ach, weißt du was, ist auch egal. So, das würde ich sagen, war's hiervon von mir mit diesem Video und allem. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.